Jürgen Buchwalter aus Osnabrück. Herzlich willkommen. Unter den Teilnehmern der deutschen Meisterschaft erhalten auch dazu noch ein Gastgeschenk mit der Nummer 2 am Stand. Holger Müller mit Beifahrer Markus Schmidt aus Pirmasens. Mit der Nummer 3 Patrick Fleischer mit Beifahrer Michael Ross aus Hanau. Das Schlagloch-Duo, wie sie sich nennen, auch zu erreichen im Internet. Dann die Startnummer 4, Benjamin Wurzler mit Beifahrer Josef Seidel vom ANC Anstetten. Ja, und da ist schon die Fangemeinde riesengroß, wie wir das hier gewohnt sind, beim ANC Anstetten. Da ist ja immer was los, dann geht es weiter mit der Startnummer 5. Rainer Schweiberger mit Beifahrer Ralf Kobel, sie werden aus Bremen erwartet, sind aber nicht hier eingetroffen. Weiter geht's mit der Nummer 6, Andreas Horn mit Beifahrer Nico Neger, ebenfalls vom ANC Anstetten. Die Nummer 7, Klaus Gerlach mit Beifahrer Helfrich aus Fulda. Die Startnummer 8 trägt Oliver Werle mit Beifahrer Mike Winter. Sie kommen aus Furtwangen. Mit der Startnummer 9 Brinkfield Teams mit Beifahrer Heike Fürmann aus Balje. Mit Startnummer 11 Karl-Heinz Michel mit Beifahrer Bernd Kreuzer aus Seligenstadt. Die Nummer 12 Bernd und Rainer Kugelowski aus Hofstetten. Und die Startnummer 13, Alois Eibel mit Beifahrer Markus Venus aus Dietersburg. Soweit unsere Teilnehmer der B-Lizenz-Seitenwagenklasse zur deutschen Meisterschaft des heutigen Tages. Und weiter geht's mit Andrea mit der nächsten Bekanntgabe. Ja, und dann machen wir weiter mit den Fahrern der nationalen B-Lizenz-Soloklasse. Herzlich willkommen heiße ich hier die Startnummer 20, Angel Eduardo Velasquez. Mit der Nummer 22 aus Brackenbach, Hans Freundorfer. Mit der 23 für den AMC Hauenstetten, Thomas Günther. Mit der 24, er startet für den MSC Berghaupten, Patrick Zwetsch. Mit der 25, er war am heutigen Tag bisher ungeschlagen, die 25, Hans-Jörg Müller. Mit der 26, dann Markus Eibel. Mit der 29, auch er startet für den AMC Hauenstetten, Marc Hasenfratz. Ja, dann geht es auch gleich weiter mit den Fahrern der internationalen Klasse. Herzlich begrüßen möchte ich die Startnummer 3. Er kommt aus Bayern, wurde 1999 deutscher Meister in der Nachwuchsklasse, hat den 8. Platz in der diesjährigen Weltmeisterschaft erreicht. Herzlich willkommen, Daniel Bacher. Ebenfalls herzlich willkommen hier in Hauenstetten. Er kommt aus Doren, wurde Vizemeister in der deutschen Meisterschaft 1999, die Startnummer 7, Jörg Tebbe. Weiter geht es mit der Startnummer 12, mit Sirk Schützbar. Herzlich willkommen heißen wir hier in Hauenstetten den vierfachen Weltmeister und 18-fachen deutschen Meister. Herzlich willkommen, Gerd Riss. Mit der Startnummer 17, er kommt aus Österreich, startet für den AMC Hauenstetten, Norbert Krögler. Weiter geht es mit der Nummer 18, er kommt aus den Niederlanden. Herzlich willkommen, Sört Rosenberg. Mit der Nummer 19 heiße ich herzlich willkommen, er kommt aus Stuckenbrock, Peter Gerdemann. Und last but not least, herzlich willkommen, die Startnummer 20, er startet für den MSC Nidda, Marcel Möbus. Ja, liebe Freunde, und dann geht es gleich weiter mit unseren Teilnehmern der internationalen Lizenz-Seitenwagenklasse, die wir auch recht herzlich bei dieser Veranstaltung begrüßen wollen. Und zwar zunächst mit der Startnummer 2. Er startet für den AMC Hauenstetten in diesem Jahr. Wieder einmal Europameister geworden, Thomas Kunert mit Beifahrer Marco Hunsrucker. Wir begrüßen die Startnummer 3. Auch das Team startet für den AMC Hauenstetten. Im Moment sind sie auf dem zweiten Platz in der deutschen Meisterschaft. Markus und Stefan Brandhofer.
der Nummer 4 begrüßen wir unsere Gäste aus Großbritannien, Mel Goodwin mit Beifahrer Gary Rockwell. Herzlich willkommen. Ebenso ein Willkommensgruß an die Startnummer 6, Herbert Brüner mit Beifahrer Axel Immig vom AMG Osnabrück. Mit der Startnummer 7 begrüßen wir Jürgen Michel mit Beifahrer DSW Daubert vom MSC Seligenstadt. Als nächstes die Startnummer 13, Michael Kolb mit Beifahrer Jens Laurenzen, ebenfalls vom MSC Seligenstadt. Mit der Nummer 14, die Zweitplatzierten aus der diesjährigen Europameisterschaft, Oswald Bischof mit Beifahrer Mario Siebert vom MSC Angenroth. Und nicht zuletzt die Startnummer 15, Keith Drury mit Beifahrer Richard Hopp aus Großbritannien. Herzlich willkommen also unsere Teilnehmer an der heutigen Flutlichtveranstaltung hier beim AMC Hornstetten. Liebe Zuschauer, der DMSB, unsere deutsche Motorsportvereinigung, hat darum gebeten und es wird natürlich logischerweise auch durchgeführt. Sie alle wissen, was in dieser Woche am vergangenen
10 Sekunden Zeit, um sich also hier fertig zu machen. Noch eine Minute bis zum Start. Und da haben sie es geschafft. Ja, der Tommy, ein alter Fuchs, der hat den Fehler wahrscheinlich hier gleich gefunden. So, und dann ist unser Fahrerfeld komplett. Innenbahn Rosenthal-Rudwalker, dann Müller, Fletcher, Fleischerus und Außenbahn Wurzlerseidel. Das Gespann des AMC Hauptstädten hier zum ersten Auftritt auf der Bahn. Und das Gewinn heute ist dann das Gewinn, die Nummer 4, Wurzlerseidel auf Position 2. entschieden. Die beiden sind noch relativ knapp zusammen und es ist ja noch eine Runde zu fahren. Die letzte Runde wird hier angezeigt. Yeah.
55 in Ihrem Rennprogramm. Die Startnummer 5 ist ersatzlos zu streichen. Mit der Startnummer 6 mit dabei Andi Horn und Nico Näger vom AMC Haunstetten. Mit der 7 Klaus Gerler und Beifahrer Helfrich. Einzusetzen, die Startnummer 13, Alois Eibel mit Beifahrer Markus Minus aus Dietersburg. Nummer 13, Alois Eibel mit Beifahrer Markus Minus aus Dietersburg. Also auch soweit, dass das Licht eingeschaltet wurde. Und wir sind gespannt auf die heutige Atmosphäre hier im Stall. Die Spannung steigt. Im dritten Lauf jetzt zum deutschen Langbahnpokal. Innenbahn, Kim Spürmann, die Startnummer 9. Dann die Nummer 13, Eibel Minus. Die Nummer 11 Michelkreuzer und Außenbahn die Nummer 12 Bernd und Rainer Kugelowski. Der Spitze, Alois Eibel, und da geht es nicht gut, das war fast vorauszusehen, das Rennen ist abgebrochen, ja, da wurde beinhart gefahren, und da reichte der Platz dann nicht mehr aus. Der Platz reichte nicht mehr aus für die Startnummer 9, soweit wir das sehen können. Die Nummer 9. Ringfried Teams mit Beifahrerin Heike Fürmann aus Balje, dort drunten gestürzt in der Kurve. Hoffentlich ist da nicht mehr passiert. Rennen wurde natürlich sofort abgebrochen nach diesem Sturz. Durch den Regen jetzt etwas schwierig geworden. Der Griff nicht mehr so optimal. Die Runde also für Alois Eibel und Markus Venus zum Sieg hier in diesem hier im ersten Lauf. In die Startnummer 13, Alois Eibel mit Beifahrer Markus Venus als Erstplatzierter in diesem Wiederholungslauf, Rennen 24.
Sprinter, die erhalten 2 Punkte. Auf dem dritten Platz die Startnummer 3, Patrick Fleischer und Michael Ross. Das Schlagloch-Duo, die erhalten 1 Punkt. Und Sie müssen sich also anstrengen, hier weiterzukommen. Dann die Startnummer 4, Benjamin Würzler mit Beifahrer Josef Seidel aus dem ersten Durchgang 3 Punkte erreicht. Also ein Sieg bereits auf dem Konto, 1 Punkt für Gerlach Hellfahrt. Und bisher 0 Punkte durch die Disqualifikation für die Gebrüder Kugelowski aus Städten. Die müssen natürlich jetzt einiges gut machen. Jetzt bin ich gespannt auf dieses Rennen. Weitere 3 Punkte auf Ihr Konto. Platz 2, die Startnummer 12, Bernd und Rainer Kugelowski aus Hochstetten, 2 Punkte. Bisher 6 Punkte und bisher nur einmal am Start gewesen, also zum zweiten Mal auf der Bahn, ist die 17, ist Norbert Rösler. Die 18, Dirk Rosenberg mit 2 Punkten, die 19, Peter Gerdemann mit 1 Punkt und die 20, Marcel Möhus mit ebenfalls 2 Punkten. Startnummer 3, Daniel Mann. Startnummer 3 startet von der Startposition 2.
Punkte waren in diesem Lauf, haben schon einen etwas weiteren Abstand zu den Konkurrenten, zu den beiden Engländern. Bischof ist ja auch ein Kämpfer, seit langen Jahren mit dabei, in der Bahnsportszene, in der Gespannszene. Es geht in die letzte Runde. Applaus für die Fahrer vom Leipzig Hauptstädten für Thomas Kunert. Jetzt gibt es eine kurze Pause. Wie gesagt, die Bahn ist gesperrt. Bitte die Bahndienstfahrzeuge auf die Bahn. Hier das Ergebnis aus Rennen 31, internationale Gespanne. Platz 1, die Startnummer 2. So, Schatzmeister, wir haben eben gerade eine kleine Pause, Bahndienstpause. Und ja, ich gucke in meine Kamera. Ich sehe, wir haben 7:45. Und es sind nach meiner Meinung doch noch ja, einige Zuschauer auch gekommen, stimmt das? Das ist richtig, ja. Wir sind selbst überrascht, nachdem zunächst eigentlich zum Rennbeginn am Abend, wo das Flutlichtrennen losgegangen ist, relativ zurückhaltende Besucherzahlen zu erkennen waren. Mittlerweile hat sich also etwas gebessert. Ich bin also froh darüber, dass wir doch noch sagen können, dass die Tribüne einigermaßen ausgelastet wurde und selbst im Freibereich, also sprich Stehplätze, sind etliche Zuschauer zu verzeichnen. Ja, muss ich denken an 2000 Zuschauer etwa? Ich glaube es noch nicht ganz. Unsere zwei wichtigsten Kassen sind natürlich noch nicht abgerechnet, aber die, sagen wir, Sicht der Zuschauer, die wir jetzt so übernehmen können, glaube ich nicht, dass es 2000 sind. Na gut, hoffentlich sind es 2000, dann kommt hier gerade mit dem blauen Auge davon. Nehme ich an, oder? Die Abrechnung ist noch, wie gesagt, noch nicht da. Wenn 2000 zahlende Zuschauer wären, könnte man sagen, man ist aus dem Gröbsten heraus. Aber wie gesagt, erst wenn ich schwarz auf weiß habe, kann ich jubeln. Gut, ich komme nach dem Rennen nochmal vorbei. Ja, danke schön. Dark skies blue. Don't you feel that it is time for another me and you? Why have all the sunny times vanished in the night? I need you in my arms again, so give me back the light. Wir haben zwar mit wesentlich mehr Zuschauer gerechnet aufgrund des Flutlichtrennens, aber trotzdem möchte ich nicht versäumen, mich bei den Zuschauern recht herzlich zu bedanken, die heute anwesend sind. Vielen Dank.
Nummer 3, jetzt kommen wir nochmal Fleischer los. Thank you.
Punkte hat er auf seinem Konto. Platz 2, die Startnummer 18, Sjörg Rosenberg aus den Niederlanden mit 4 Punkten. Dritter Platz, die Startnummer 12, Sirt Schützbach aus Beint, 3 Punkte. Platz 4 für die Startnummer 20, hier gerade noch vor dem Ziel abgefangen. Die Startnummer 20 auf Platz 4, Marcel Döbus vom MSC. Höchste Fahrer, die Nummer 25, Hans-Jörg Müller, mit der 26, Markus Eibel und auf den beiden Außenbahnen seine Verfolger. Die 20, Anke Velasquez, 5 Punkte und die 22, Hans Freundorfer, ganz außen, ebenfalls 5 Punkte. So, da geht es noch einmal richtig als Eingeweckte hier.
Huber und Brandhofer, Brandhofer. Thank you.
Sie haben uns spannenden und packenden Sandbahnstopp gezeigt.
Ja, und jetzt geht es nochmals ganz, ganz heiß her. Die Spannung steigt natürlich auch bei den Fahrern. Die Nervosität ist sehr, sehr hoch. Und ja, hoffen wir, dass nochmals alles gut geht. Die Startnummer 1 startet innen Rosenthal-Hutwalker und auf der Außenbahn Benjamin Würzler und Josef Seidel. Ein ganz kleines Streichel, ein Liebeswort, das du dir
sind wir heute ganz stolz, dass deine Frau unter uns weilt mit ihrem Sohn Jürgen, mit dem ich vor 22 Jahren in den Seitenwagen gefahren bin. Ich bin stolz, dass die beiden die Siegerehrung übernehmen werden und dafür einen besonderen Applaus. Jetzt funktioniert es wieder, jawohl, ich habe wieder einen Empfang. Ja, und dann kommen wir gleich zur Siegerehrung in der internationalen Seitenwagenklasse. Fangen wir an mit den Drittplatzierten. Sie haben insgesamt 7 Punkte. Herzlichen Glückwunsch an die Startnummer 4, an Mel Goodwin und Gary Rockall aus Großbritannien. Und Sieger am heutigen Tag, Sieger im Walter Braun Gedächtnislauf, wurde die Startnummer 3 mit insgesamt 12 Punkten. Sie haben alle ihre Läufe für sich entscheiden können. Sie kommen ebenfalls vom AMC Hauenstetten, Markus und Stefan Brandhofer. Glückwunsch an die 3 erfolgreichen Teams am heutigen Abend, an Thomas Kuhnert und Marco Hochhofer, an die Gebrüder Markus und Stefan Brandhofer und natürlich auf unsere Gäste, an Mel Goodwin und Gary Rockall. Mit einer Bravour. Ich bin mal gespannt, ob ich das gleich mal auch mal hinkriege. Peter, ich möchte ganz kurz das Wort übergeben. Ja, mein lieber Erich, schönen Dank dafür. Ich freue mich natürlich als Gast aus dem Norden hierher kommen zu dürfen und die Siegerehrung vornehmen zu dürfen. Ja, leider hat es für uns nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ich denke, der Benny Wurzler mit seinem Beifahrer Josef Seidel waren heute die Besseren und waren ja, dazu meinen herzlichen Glückwunsch und für die Zukunft alles Gute. Und ich denke, dass auch der Start 2002 für Benny und Josef in Osnabrück gesichert ist. Ja, vielen Dank. Alois Eibel und Markus Venus. Ja, und dann haben wir es ja gesehen, sie hatten leider im Stechen Pech, hatten mit Maschinenmaterial zu kämpfen. Sie hatten nicht mehr genügend Power in ihrer Maschine, um dem deutschen Meister dann noch Paroli bieten zu können. Trotzdem ein ganz, ganz tolles Rennen. Die Startnummer 1, insgesamt 11 Punkte. Sie kommen aus Osnabrück. Herzlichen Glückwunsch zum Vizemeister in der deutschen Junior, in der deutschen Langbahnmeisterschaft. Jetzt wird das Stadion gleich kopfstehen. Deutscher Langbahnpokalsieger 2001 in der B-Lizenz Seitenwagenklasse. Sie kommen vom AMC Hauenstetten mit insgesamt 11 Punkten. Aus Berlin.